Zuseherinnen und Zuseher hier und vor den Bildschirmen. Wir kommen zum Thema Verkehrsbudget. Und auch dieses Budget zum Bereich Verkehr zeigt, was generell sich zeigt, nämlich es wird bei den Menschen gespart. Das Verkehrsbudget hat gegenüber dem Finanzrahmen 2017 bis 2020 wurde stark gekürzt. Wir merken im ÖBB-Rahmenplan, dass, wo die Investitionen kommen für die ÖBB, bedeutet das wieder, dass um 1,8 Milliarden Euro gespart wird. Wir merken, dass bei der ASFINAG ein zusätzliches Körperlgeld für den Finanzminister herausgekommen ist. Wenn Sie auf der Autobahn fahren und Maut zahlen, vor allem auch die Lkw-Fahrer und die Frechter, 100 zusätzliche Millionen hat man aus dem Bereich der ASFINAG als Dividende in das Finanzministerium zusätzlich umgeschichtet. Und das geht natürlich auf der Straße ab. Diese Kürzungen zeigen, es wird bei den Menschen gespart. Was bedeutet das? 2 Milliarden weniger heißt für Firmen weniger Aufträge. Das entspricht laut IHS, kann man nachlesen, entspricht 30.000 Arbeitsplätze und Arbeitsplätze, die wir dringend brauchen. Die Kürzungen fördern auch Mobilitätsarmut. Was meine ich damit? Mobilitätsarmut trifft gerade jene Menschen, die am Land leben. Ich komme aus Urfa Umgebung, da habe ich alles. Gute Verkehrsverbindungen im Süden und wenn man nach Norden kommt, dann sind die Menschen, haben es schwerer, öffentliche Verkehrsmittel zu erreichen. Nicht jeder kann sich ein Auto leisten. Und diese Mobilitätsarmut schafft weniger Möglichkeiten. Mehr Verkehr, mehr öffentlicher Verkehr schafft mehr Freiheit, mehr Chancengerechtigkeit. Das schafft für Studenten aus dem Müllviertel, aus meiner Region zum Beispiel, die Möglichkeit, in Wien studieren zu können. Das schafft die Möglichkeit, dass Pendler im Wiener Becken schneller nach Wien kommen. Und das schafft auch die Möglichkeit, dass Großeltern, wenn sie wollen, am Konzertabend noch nach Hause kommen. Die Kürzungen bestrafen die Leute am Land, die Älteren und vor allem die Menschen mit weniger Einkommen. Übrigens, Kürzungen gehen auf Kosten der Lebensqualität. Stellen Sie sich vor, Sie stehen im Stau. Das ist nicht das, was wir wollen. Und Ihre Kürzungen riskieren auch, dass die Sicherheit auf der Bahn weniger wird. Es sind 150 Millionen Euro weniger für die Schaffung von Sicherheitsmaßnahmen sind vorgesehen. Zusammenfassend, Sie kürzen die Arbeitsplätze für die Leute, Sie kürzen mit der Mobilität die Freiheit für die Menschen, Sie kürzen bei der Lebensqualität und Sie kürzen sogar bei der Sicherheit der Bevölkerung. Es ändert nichts, wenn Sie den Menschen mit Körperbaugeld und mit viel Marketing genau das Gegenteil erzählen.